Faith, The Van Helsing Chronicles, Season 1, Episode 6, Ravens Geheimnis. Vatikanstadt, Rom. Vor zwei Tagen. Seit Jahrhunderten war der Vatikan die Bastion der römisch-katholischen Kirche, das christliche Zentrum des zivilisierten westlichen Diesseits. In dem 1,5 Kilometer großen Staat gab es unzählige alte Gebäude, an denen die Witterung sichtbar Spuren hinterlassen hatte. Die Bauwerke waren uralt und hätten die Gemäuer sprechen können, sie hätten von jahrhundertealten Geschichten berichtet, die den Menschen außerhalb des Vatikans auf ewig verwehrt bleiben würden. In dieser Welt hatten Machtkämpfe, Intrigen und Manipulationen stattgefunden, die ihresgleichen suchten. Nach außen wahrte man den Eindruck der Harmonie, Nächstenliebe und Heiligkeit. Doch im Innern des Vatikans brodelte es. Man hatte in der Vergangenheit viele Fehler begangen, von den Hexenverbrennungen über die Kreuzzüge bis hin zur demonstrativen Eliminierung von Andersdenkenden. Diese Feinde waren sowohl dämonischen Ursprungs als auch göttlichen Ursprungs, eigentlich ein Widerspruch in sich. Wieso sollten die Ordensmänner des Vatikans göttliche Geschöpfe vernichten? Die Gejagten und Verachteten waren Angeli, besser bekannt als gefallene Engel oder Dämonen. Der Heilige Vater hatte persönlich seinen Segen dafür gegeben und dieses Urteil war unfehlbar. Die gefallenen Engel stellten eine Gefahr für die Kirche und die Unfehlbarkeit Gottes dar. Diese Wesen verfügten über verbotenes Wissen, das den Menschen nicht vermittelt werden durfte. Man entschloss sich, mit Hilfe eines bestimmten Dämons, den man mit Drogen gefügig gemacht hatte, die abtrünnigen Engel aufzuspüren und auszulöschen. Der Vatikan war erfolgreich und zahlreiche Engel wurden hingerichtet und beseitigt, immer unter der schützenden Hand des gegenwärtigen Papstes. Doch der Dämon, man nannte ihn Psychophagos oder auch Sin Eater, befreite sich von der Knute der katholischen Kirche und war schließlich frei. Frei, um zu morden. Der mächtige Dämon machte jedoch keinen Unterschied zwischen Engeln, Menschen oder Dämonen. Er quälte und richtete seine Opfer, um sich von ihren Sünden zu ernähren. Irgendwann verschwand der Dämon spurlos. Dies geschah vor 100 Jahren. Man ging davon aus, dass irgendeine Macht ihn vernichtet hatte. Dem war aber nicht so. Der Sin Eater kehrte zurück. Er hatte noch einen Auftrag auszuführen. Eine Mission, die seit über 100 Jahren bestand und die nun im neuen Jahrtausend erfüllt werden sollte. Der Vatikan erfuhr von der Rückkehr des Sin Eaters und versuchte, seinen Fehler zu beheben, wenngleich das ein Paradoxon darstellte, da die Heiligkeit unfehlbar war. Kardinal Savilieri kümmerte sich um diese prekäre und brisante Angelegenheit. Die grauhaarige Eminenz trug eine rote Soutane, als er lächelnd einen Mann in seinen Räumen begrüßte. Der Gast des Kardinals war ein hochgewachsener, breitschultriger Mann mit einem braunen, langen Mantel. Und sein Gesicht war teilweise von einem breitkrempigen Hut verdeckt. Man sah die schmalen, zusammengekniffenen Lippen des Mannes und die kurzen, braunen Bartstoppeln. Mit großen Schritten ging der Besucher auf Kardinal Savilieri zu. Eminenz? Willkommen, mein Freund. Willkommen. Ich danke Ihnen. Kommen Sie, mein Freund. Setzen wir uns. Wie Sie meinen, Eminenz. Der Vatikan ist bestens über Sie informiert, Herr Welf. Ach ja? Ja. Brandolf Welf, Deutscher. 40 Jahre alt. Sie waren Söldner und Legionär, sind Meister in verschiedenen Kampfkünsten und, wie ich hörte, ein eingefleischter Einzelgänger. Sie beschäftigen sich seit Jahren mit dem Aufspüren und Auslöschen dämonischer Kreaturen. Ah ja, und werden auch der Vernichter genannt, der Dämonenvernichter. Andere Quellen wiederum nennen sie den Kopfgeldjäger der Schattenwelt. Für Ihre Dienste werden Sie von Ihren jeweiligen Auftraggebern bezahlt. Ja, Ihr guter Ruf eilt Ihnen voraus, mein lieber Brandolf. Ach ja, außerdem sind Sie Atheist. Was angesichts Ihrer Tätigkeit allerdings ungewöhnlich ist. Ist das ein Problem für Sie? Herr Welf, die katholische Kirche ist in manchen Dingen sehr tolerant. Tolerant, wenn es einen Zweck erfüllt, oder? Oh.
Sie haben sich Ihre Vorliebe für philosophische Fragespiele bewahrt. Sie sind wirklich sehr gut informiert, Eminenz. Aber es gibt Geheimnisse, die der Vatikan über meine Person nicht kennt und die für immer geheim bleiben werden. Aber lassen wir das und kommen wir zur Sache. Was kann ich für den Vatikan tun? Der Vatikan, mein lieber Freund, erbittet Ihre Hilfe. Um einen schwerwiegenden Fehler, wie soll ich sagen, zu beheben. Ein paranormales Phänomen? Ja. Haben Sie jemals etwas von einem Psychophagus gehört? Psychophagus, auch Sin-Eater genannt. Eine ausgestorbene dämonische Rasse. Eine monströse Kreatur, ähnlich wie ein Igel mit Stacheln am ganzen Körper ausgestattet. Diese Dämonenart ernährt sich von den Sünden ihrer Opfer. Die Stacheln sind rasiermesserscharf und diese Wesen können sie jederzeit abfeuern und damit die Beute lähmen. Mit seiner meterlangen, ausfahrbaren Dolchzunge durchstößt das Monster die Schädeldecke seiner Opfer und saugt ihnen das Hirn aus. Allerdings ist dieser Dämonenabschaum schon seit über 100 Jahren ausgestorben. Bravo! Ich sehe, Sie sind ebenfalls glänzend informiert. Allerdings muss ich Ihren Erläuterungen noch einige Ergänzungen hinzufügen. Ach ja? Ja. Der Sin-Eater, wie Sie ihn nennen, ist keine Dämonenrasse, sondern er ist ein einzelner Dämon. Ja, ein sehr mächtiger Dämon. Und er ist Geschichte. Leider nicht. Er war sehr lange verschwunden. Und nun ist er wieder zurückgekehrt. Sicher? Ja, der Dämon war sehr lange, wie soll ich sagen, untergetaucht. Aber wir konnten nicht ermitteln, was mit ihm geschah. Nun ist er wieder zurückgekehrt und versucht, seine letzte Mission auszuführen. Mission? In wessen Auftrag? Im Auftrag des Vatikans. Wieso wundert mich das nicht? Also hat der Vatikan auch seine Leichen im Keller. Nun ja, wie soll ich sagen? Es wurden in der Vergangenheit einige Fehler begangen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Fehler, die wir nun versuchen zu korrigieren. Um auf den Punkt zu kommen, ich soll diesen Sin-Eater vernichten, richtig? Wir würden Sie für Ihre Dienste in Gold auszahlen. In Gold? Wieso nicht? Der Vatikan hat genug davon, nicht wahr? Sie haben Interesse? Ich übernehme diesen Auftrag. Aber wieso gerade ich? Es gibt genügend andere Männer, die sich mit dem Paranormalen beschäftigen. Wieso ich? Weil Sie der Einzige sind, der für Geld arbeitet und schweigsam ist. Die Öffentlichkeit darf nie etwas über unsere Zusammenarbeit erfahren. Ist das klar? Diskretion ist uns sehr wichtig. Diesbezüglich haben Sie einen sehr guten Ruf, da Sie nur Auftragsarbeiten ausführen und dies sehr effektiv. Es wäre undenkbar für den Vatikan, mit einer weltlichen Organisation zusammenzuarbeiten. Nicht wahr? Also waren Sie, mein lieber Freund, unsere einzige und ich möchte auch betonen, die richtige Wahl für diese pikante Aufgabe. Im Klartext, Sie zahlen nicht nur für die Vernichtung des Dämons, sondern auch für mein Schweigen. Genau so ist es. Dann bin ich der richtige Mann für Sie. Ich suche, finde und töte den Feind. Ich brauche sämtliche Informationen über diesen Sin-Eater. Ich werde Sie über alles aufklären. Dann legen Sie mal los, Eminenz. Die Geschichte des Psychophagus liegt 5 Jahrhunderte zurück. Nach den Kreuzzügen widmete sich die katholische Kirche neuen Aufgaben. Es ging um die Verfolgung gefallener und abtrünniger Engel. Um diese Wesen zu eliminieren, machte man sich einen mächtigen Dämon gefügig. Eben diesem Psychophagus. Mit diversen Kräutern und Drogen wurde der Dämon kontrolliert und in Schach gehalten. Er vernichtete viele der Angeli. Bei einem Auftrag jedoch versagte die Kontrolle des Vatikans. Und der Dämon war plötzlich frei. Was nun danach geschah, mein lieber Freund, das erzähle ich Ihnen. Vor über 100 Jahren versuchte Dr. Abraham Van Helsing, mit einer Gruppe mutiger Freiheitskämpfer die Mächte der Finsternis auszulöschen und damit die Menschheit vor der ewigen Verdammnis zu retten.
Doch es gelang ihm nicht. Das abgrundtief Böse ließ sich nicht ausmerzen. Es kehrte immer wieder zurück und wurde stärker. Das Zeitalter der Finsternis hatte begonnen. Abraham Van Helsing war der Erste. In jeder folgenden Generation bekämpften die Van Helsings die Ausgeburten der Hölle und widmeten ihr Leben ganz dem Kampf gegen das Böse. Und sie waren erfolgreich und schwächten die Finsternis. Doch das Böse schlug zurück und aus den Jägern wurden Gejagte. Die Rache der dunklen Seite war gnadenlos und blutgetränkt. Die Familie Van Helsing wurde fast ausgelöscht. Nur ein Van Helsing überlebte. Woher ich das weiß? Mein Name ist Faith. Faith Van Helsing. Ich bin die letzte unserer ruhmreichen Familie. Mein Erbe ist die Schlacht gegen die Dunkelheit. Das ist unser Fluch. Ich bin dazu verdammt, gegen Dämonen, Geister, Vampire und den restlichen Abschaum der Finsternis zu kämpfen. Nicht, weil ich es will, sondern weil ich es muss, wenn ich überleben will. Dies ist mein Leben, mein Schicksal, mein Albtraum. Shelville High School. Zwei Tage später. Hey, Faith! Hey, warte auf mich. Shania, ich dachte, du hast noch eine Stunde Bio. Nö, ist ausgefallen. Mr. McFarlane ist krank, Gott sei Dank. Ich hatte keine Lust, wieder einen Frosch zu sezieren. Oh, ich bin auch froh, dass der heutige Tag vorbei ist. Die letzte Deutschstunde hat mir echt den Rest gegeben. Ich hätte mir doch lieber eine andere Fremdsprache aussuchen sollen. Oh, jede Sprache ist schwer. Französisch springt auch so an meinen Kopf zum Rauchen. Vielleicht solltest du dabei den Mund nicht immer so voll nehmen. Wie? Wie meinst du das? Langes Luder. Und das aus deinem Munde. Ich weiß. Normalerweise kommen so schlüpfrige Anspielungen aus deinem Mund. Aber da ich heute meinen sozialen Tag habe, habe ich... Faith, Shania, wie schön, euch zu sehen. Direktor Arrowitch. Hallo. Wie geht es euch? Habt ihr eure Sommerferien gut verbracht? Ja, war ganz nett. Wir sind schon wieder voll im Stress, Direktor Arrowitch. Stress? Du meine Güte, wieso denn das? Ihr seid doch zwei Vorzeigeschülerinnen. Oh, danke für das Kompliment. Die Fremdsprachen scheinen uns nicht ganz so zu liegen. Kinder, lasst euch sagen, mit der Zeit legt sich das Ganze. Als ich in eurem Alter war, hat Französisch meinen Kopf zum Rauchen gebracht. Haben Sie den Mund auch zu voll genommen? Shania! Ja, das könnte man so sagen, liebe Shania. Französisch ist eine besonders lebendige Sprache. Die Sprache der Dichter und Romantiker. Man nennt sie auch die Sprache der Liebe. Hä? Natürlich meine ich die reine platonische Liebe und nicht dieses Schmuddelzeugs, ihr versteht. Na klar. Wir sind ja nicht auf den Kopf gefallen. Ha? Was ist denn da vorne los? Scheint, als würden sich zwei Jungs prügeln. Was? Eine Schlägerei? In meiner Schule? Na, die zwei können was erleben. Entschuldigt mich bitte, die Pflicht ruft. Sofort aufhören! Ja, genau euch meine ich! Casey und Woodman, ich werde eure Eltern benachrichtigen. Hier in meiner Schule herrscht Zucht und Ordnung. Ja, rennt nur davon! Das bringt euch netter Kerl, unser Direktor, was? Oh, er ist wirklich ein netter Typ. Passt zu nett. Komm, wir gehen raus. Was hast du gemeint? Fast zu nett. Kannst du dich daran erinnern, jemals so einen netten Direktor kennengelernt zu haben? Nein, eigentlich nicht. Unsere letzte Direktorin war ein richtiger Hausdrache. Oh ja, was für eine Schrulle. Boah, war mir das peinlich vorhin mit dem Versprecher. Zum Glück hat der Direx nichts gemerkt. Da war deine Zunge mal wieder schneller als dein Verstand. Tja, eine flinke Zunge und Französisch passen halt zusammen. Natürlich meine ich die reine platonische Liebe und nicht dieses Schmuddelzeugs. Ihr versteht, wenn der liebe Direktor Arrowitch wüsste, was für schmutzige Gedanken. Ach, der Typ scheint auch nicht ganz koscher zu sein. Ich wette mit dir, der hat irgendein dunkles Geheimnis. Na klar, er ist ein Dämon und versucht uns in Sicherheit zu wiegen und dann zu vernichten. Du wirst langsam paranoid, Shania. Unser Direktor der Dämon. Hört sich nicht schlecht an. Du sag mal, sollen wir noch in Joes Laden gehen und was trinken? Gute Idee. Ich muss sowieso mit dir reden. Was liegt dir auf dem Herzen? Vin. Vin? Hört sich ernst an. Ist es auch. Da bin ich mal gespannt. Musik.
bald wieder vorbei, mein Süßer. Na klar, Baby. Du bist die Beste. Das will ich auch hoffen. Küsschen? Da sage ich nicht nein. Mach's gut. Bye. Bye. Michelle Colby blickte dem Mann noch kurz hinterher, dann schloss sie die Tür zu ihrem Apartment. Die schlanke Rothaarige stelzte auf ihren durchsichtigen Pumps zur Kommode an ihrem Bett. Mit leuchtenden Augen griff sie nach den $350, die auf dem Möbelstück lagen. Die junge Frau arbeitete seit einem Jahr als Prostituierte und sie hatte diesen Beruf aus freien Stücken gewählt. Irgendwann wurde Michelle klar, dass sie ihre nymphomanische Veranlagung nicht verleugnen konnte. Und wieso sollte sie daraus nicht Kapital schlagen, Spaß haben und dabei Geld verdienen? Was sollte daran verwerflich sein? In kurzer Zeit hatte sich die attraktive Frau eine Stammkundschaft aufgebaut und konnte gut von ihrem Job leben. Der Schrei fuhr Michelle durch Mark und Bein. War das ihr Freier, der diesen Schreckensschrei ausgestoßen hatte? Die Rothaarige eilte wieder zur Tür und riss sie ruckartig auf. Durch den Lufthauch wurde ihr seidiges blaues Negligé zur Seite gedrückt und ihre wohlgeformten Silikonbrüste kamen zum Vorschein. Das störte die Frau jedoch nicht. Sie blickte angestrengt in den dunklen Flur, der sich vor ihr ausbreitete, und versuchte zu erkennen, ob sich jemand in der Düsternis aufhielt. Sie erkannte nichts. Dann wagte sie den Schritt aus ihrem Zimmer und betätigte zitternd den Taster für die Flurbeleuchtung. Bistro war nach einem harten Highschool-Tag oft unsere erste Anlaufstelle, um bei einem leckeren Cappuccino zu relaxen und etwas zu quatschen. Ich genoss jede freie Minute. Seit vor 4 Monaten meine Eltern von Hunter Schergen, Valeria und Rufina bestialisch ermordet wurden, hatte sich mein idyllisches Leben schlagartig geändert und ich war zur Waisen geworden. Ironischerweise war dies nicht das erste Mal, dass ich meine Eltern verlor. Ich erfuhr, dass Mom und Dad, Alan und Dave Miles nicht meine leiblichen Eltern waren. Diese hießen Adam und Melissa Van Helsing. Und ich? Ich war die letzte Van Helsing und dazu berufen, gegen die Mächte der Finsternis zu kämpfen. Laut einer Prophezeiung aus grauer Vorzeit waren Vin, Shania und ich dazu bestimmt, gemeinsam mit Christopher Lane und Raven das Böse aufzuhalten. Christopher Lane war ein alter Freund der Van Helsings und auch mein Lebensretter. Ich wohnte seit dem Tod meiner Adoptiveltern in seiner Villa und er umsorgte mich fürsorglich, fast wie ein Vater. Gemeinsam hatten wir schon einige atemberaubende Abenteuer erlebt. Professor Ryans höllische Mutationen hatte ich gemeinsam mit Raven vernichtet. Dann verschlug es mich nach Griechenland, wo ich auf Phobos den Angstdämon traf, ihn besiegte und in den Besitz von Luzifers Tränen gelangte. Die Amulette trug ich seitdem an einer Kette um den Hals. Aber das war nicht alles. In Irland kämpfte ich gegen Elizabeth, die Todesfee, die eine ganze Familie auslöschte und gegen deren Kräfte ich machtlos gewesen war. Meine erste Niederlage war bitter und ich grübelte lange darüber nach. Wieder in Shellville musste ich gemeinsam mit Shania unseren Freund Vin aus den Fängen eines Succubus befreien und einen mordlustigen Inkubus unschädlich machen. Ich hatte das Gefühl, durch diese extremen und unheimlichen Ereignisse um Jahre gealtert zu sein. Nicht körperlich, sondern seelisch. Ich sah unsere Welt auf einmal mit ganz anderen Augen. Das Paranormale existierte. Es kroch in unser Leben und wollte uns zerstören. Doch ich versuchte, dieser unheiligen Gefahr zu trotzen und gegen sie anzukämpfen. In meinen Adern floss das Blut der Engel und ich spürte, wie sich langsam meine Fähigkeiten entwickelten. Auch Shanias Feenkräfte hatten sich entfaltet und zusätzlich wurden wir noch von Christopher und Raven in verschiedenen Kampfsportarten unterrichtet. Die beiden gingen nicht gerade zimperlich mit uns um. Unsere mit blauen Flecken übersäten Körper konnten von dem harten Training ein Lied singen. Mein Doppelleben forderte aber auch seinen Tribut. Schülerin und gleichzeitig Monsterjägerin zu sein, zehrte an meinen Kräften. All das erlebte Grauen hatte psychische Wunden hinterlassen. Die Seele stirbt immer als erstes. Hey, Faith, träumst du? Oh, verzeih bitte. Ich war in Gedanken. Vermisst du es? Was? Na, unser altes Leben. Oh Gott, ja. Und wie ich es vermisse. Aber am meisten vermisse ich Mom und Dad. Oh, es tut mir so leid, Faith. Ich werde sie nie wiedersehen. Nie wieder. Dich hat's echt am schlimmsten erwischt.
Finn und ich hatten noch Glück. Weißt du, an was ich oft denke? Was? An Melissa und Adam Van Helsing. Meine richtigen Eltern. Ich habe nicht mal ein Foto von ihnen. Wer waren sie? Wie waren sie? Wie klangen ihre Stimmen? Ich werde es nie erfahren. Ich komme mir vor, als wäre ich verflucht. Du darfst nicht an sowas denken. Vielleicht ergibt eines Tages alles einen Sinn. Ja, vielleicht. Schau dich nur um. Sieh dir all die Leute an, wie unbeschwert sie sind. Oh mein Gott, wenn die wüssten, welches Grauen auf dieser Welt existiert. Ich glaube, die würden durchknallen, oder? Sind wir durchgeknallt? Würde ich mit jedem von ihnen tauschen. Mit jedem. Ich denke oft zurück und wünsche mir nichts sehnlicher als ein normales Leben. Ein Leben abseits von Dämonen und Psychopathen. Verdammt! Wieso nur wir? Wieso? Vielleicht, weil wir die nötige Stärke dazu haben. Oder wegen dieser Prophezeiung. Ach, es ist einfach alles zum Kotzen. Ich brauche Ablenkung. Es bringt nichts, über mein tolles Schicksal nachzudenken. Ändern kann ich eh nichts mehr. Manchmal, Shania, lache ich und reiße blöde Witze. Doch in meinem Innern weine ich. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich weiß. Und ich merke es dir auch an. So. Ja, Schluss mit Trübsalblasen. Schieß los. Hm? Ja, du weißt schon. Die Sache mit Vin und deinem Herzen. Ja, genau. Also, das ist so. Und zwar, wie soll ich es am besten ausdrücken? Du liebst ihn. Ja, ich liebe ihn. Also, das war jetzt kein Geheimnis. Wieso? Ich merke schon seit Monaten, wie es zwischen euch knistert. Hey, ihr werdet echt ein süßes Pärchen. Echt? Meinst du? Aber ist das nicht etwas pervers? Ich meine, wir sprechen hier von Vin und mir. Ja und? Die Liebe fällt hin, wo sie hinfällt. Was für ein blöder Spruch. Meinst du, Vin empfindet auch was für mich? Bist du blind? Der Junge ist verrückt nach dir. Seine Blicke sagen doch alles. Er schmachtet dich wirklich an. Mir ist erst bewusst geworden, wie stark ich für ihn empfinde, als er mit dieser Dämonenschlampe zusammen war. Wie ist die Tusnelda nochmal? Delia. Delia, genau, diese miese Sukkubine. Oh, ich war rasend vor Eifersucht. Am liebsten hätte ich ihr eine geknallt, mir Vin gekrallt, ihm die Kleider vom Leib gerissen und ihm die Seele rausgefügt. Naja. Vielleicht also, solltest du ihm erst sagen, was du für ihn empfindest und dann kannst du ihm ja die Kleider vom Leib reißen und ihm die Seele rausfügen. Du weißt schon. Aber was ist, wenn ich damit unsere Freundschaft kaputt mache? Vielleicht passen wir gar nicht zusammen. Oder er liebt mich doch nicht. Quatsch. Ihr habt die besten Voraussetzungen. Jede Frau wünscht sich einen Mann, mit dem sie über alles reden kann. Der Partner sollte auch gleichzeitig dein bester Freund sein. Also denk nicht so viel nach. Mach es einfach. Ich sollte zu ihm gehen und mit ihm reden, richtig? Bingo. Ich kann dich ja bis zu Vins Wohnung begleiten. Aber in die Höhle des Löwen musst du allein. Außerdem wollte ich noch zu Raven. Und das liegt auf dem Weg. Was willst du bei Raven? Ja, ich habe ihn schon eine Weile nicht mehr gesehen. Und außerdem wollte ich ihn noch einladen. Auf was? Naja, morgen ist der 13. September. 13. September? Oh, fuck. Dein 17. Geburtstag. Und ich Schlafmütze hätte es fast verpennt. Oh, tut mir leid. Ich muss dir noch ein tolles Geschenk kaufen. Vergiss es. Es reicht, wenn du und Vin bei mir seid. Außerdem wäre es ein cooles Geschenk, euch beide rumknutschen zu sehen. Genau. Wir knutschen um die Wette. Und wer soll mich küssen? Na, Raven. Raven? Na klar, träum weiter, Süße. Hey, das ist weibliche Intuition. Komm, gib's zu, du bist scharf auf Blondie. Nein, der ist doch viel zu alt für mich. Wobei, sein knackiger Arsch ist nicht zu verachten. Oh. Zum Reinbeißen. Na lecker. Kolby zitterte wie Espenlaub. Das Blut schoss ihr in den Kopf. Sie hörte das Wummern und Pochen ihres Herzens. Die Beine fühlten sich wie Wackelpudding an und sie begann zu schwitzen. Was ihre Augen erfassten, konnte nicht von dieser Welt stammen. Das Luxus-Call-Girl fixierte eine hünenhafte Gestalt, die zwar menschliche Züge besaß, aber definitiv kein Mensch sein konnte.
dieses Albtraumwesen, das einen langen, dreckigen Trenchcoat trug, beugte sich über Michelles Stammkunden, der am Boden lag und wild mit seinen Gliedmaßen zappelte, als würde er unter 10.000 Volt stehen. Die geschockte Frau erkannte auch schnell, was der Grund dafür war. Im Kopf des Mannes steckte ein Gegenstand. Es war eine Art grün-gelber, mit ekligem Schleim benetzter Schlauch, der zum Mund des Angreifers führte. Nein, kein Schlauch. Es war die lange, dolchartige Zunge des unheimlichen Geschöpfes. Und diese Zunge steckte in der Schädeldecke des Opfers. Im Flur erklang das leise Winseln und Jammern des Mannes. Gleichzeitig war ein widerliches Schmatzen und Schlucken zu vernehmen. Mein Gott, durchfuhr es Michelle. Das Monster saugt ihm das Hirn raus. Plötzlich wandte das Untier seinen Kopf und seine Zunge schnellte in das widerliche, von Raubtierzähnen gesäumte Maul zurück. Das Wesen verspürte noch immer Hunger. Der vor ihm am Boden liegende Mensch war vergangen, doch das Geschöpf brauchte neue Nahrung. Und diese hatte er schon gefunden. Michelle! Das Callgirl reagierte endlich. Mit hektischen, unsicheren Bewegungen stolperte sie rücklings in ihr Apartment. Fast wäre sie zu Boden gestürzt. Unbeholfen taumelte sie zur Tür und knallte sie reflexartig zu. Sie schnellte zum Telefon. Oh mein Gott! Ich muss die Cops holen! Oh Gott! Das darf nicht wahr sein! Nein! Oh, Gott, weg! Hilfe! Schrei so viel du willst, Frau. Du wirst mich nähren. Was ist das? Zu schlecht. Hilfe! Hilf mir! Ja, dein Hirn wird mir schmecken. All deine Sünden werde ich aus deinem Leib saugen. Vin Masters saß in seiner kärglich eingerichteten Zwei-Zimmer-Wohnung und grübelte. Seit Wochen kreisten seine Gedanken nur um diese eine Sache, die ihn Tag und Nacht beschäftigte. Es waren nicht die Veränderungen, die ihn und seine Freunde in letzter Zeit getroffen hatten. Es hatte sich zwar viel geändert, aber das, was ihn quälte, war die unerfüllte Liebe zu seiner Freundin Shania. Jeder Tag, der verging, machte es nur noch schlimmer. Seit einem Jahr verspürte er dieses Verlangen und anfänglich hatte er sich dagegen gesträubt. Doch er konnte sich selber nicht belügen, er liebte Shania. Aber immer wenn er sich vornahm, mit seiner Freundin darüber zu sprechen und ihr seine Liebe zu gestehen, kam irgendetwas dazwischen. Entweder Wolfskreaturen oder Liebesdämoninnen, es war wie verhext. Wer mag das sein? Vielleicht mein Nachbar, der wieder mal meinen Kühlschrank leeren möchte. Nur gut, dass der schon leer ist. Hey! Wow, Shania! Was machst du denn hier? Dich besuchen, College Boy. Oder gibst du dich mit Highschool Girls nicht mehr ab? Naja, nur mit denen, die brav und artig sind. Okay, dann komm ich rein. Möchtest du was trinken? Nein, danke. Oh, deine Bude ist ja richtig ordentlich. War deine Mutter zu Besuch? Nö, hab selber aufgeräumt. Ich bin froh, dass meine Eltern die Miete für die Bude zahlen. Aber aufräumen muss ich schon selber. Genau. Selbst ist der Mann. Willst du dich nicht hinsetzen? Doch. Setzt du dich neben mich? Klar. Und? Was gibt's Neues? Ich muss mit dir reden. Gibt's Probleme? Ist irgendwas mit Faith? Nein, mit Faith ist alles in Ordnung. Es geht um mich. Hey, was ist los? Du siehst so bedrückt aus. Ja, da ist etwas, was ich dir zeigen muss. Was denn? Schau mal auf meine Hände. Du lässt eine grüne Wolke entstehen? Mann, ist das abgefahren. Deine Feenkräfte in allen Ehren. Aber das wolltest du mir zeigen? Eine pupsende grüne Wolke? Nein! Ach, fuck! Ich muss mich besser konzentrieren.
fahr nochmal hin. Also gut. Interessant. Was soll das sein? Das ist ja cool. Ein Herz. Wow, sieht toll aus. Schau genauer hin. Das Herz zerfließt und es entstehen Buchstaben. Halt mal. Das sind Wörter. Ich liebe dich. Ich liebe dich, Vin. Das ist kein Witz. Nein. Du liebst mich? Ja, ich bin verrückt nach dir. Es hat nur ein bisschen Zeit gebraucht, bis es mir bewusst wurde. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sag mir bitte, empfindest du auch was für mich? Genügt dir das als Antwort? Oh, Vin. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch, Schönheier. Schon immer. Nachdem ich mich von Shania getrennt hatte, machte ich mich auf den Weg zu Raven. Mein Freund bewohnte das Haus an der Friedhofsmauer, eine kleine Hütte, die direkt an den Friedhof von Sherville angrenzte. Dieses Haus hatte etwas Schönes und zugleich Verwunschenes an sich. Aber irgendwie passte es zu Raven, der für mich wie ein Buch mit 7 Siegeln war. Mir war klar, dass mein Ausbilder und Freund irgendetwas verheimlichte, aber bisher hatte ich sein Geheimnis nicht lüften können. Ich verließ mich einfach auf meine weibliche Neugierde und Hartnäckigkeit, die mit Sicherheit irgendwann mal zum Erfolg führen würde. Hoffte ich zumindest. Ja, Moment, ich komme gleich. Überraschung! Oh nein, was machst du denn hier? Oh, begrüßt du deine Freunde immer so freundlich? Sorry, bin in Eile. Kann ich reinkommen? Eigentlich nicht. Also, hey! Tja, so schnell geht das bei mir. Bin schon drin. Also gut, was liegt an? Wie wär's mit, wie geht's dir, Faith? Wir haben uns ja lange nicht mehr gesehen. Huh? Wie geht's dir, Faith? Lange nicht gesehen und jetzt hau ab. Was für eine Laus ist dir denn über die Leber gelaufen? Moment mal, wie sieht es hier eigentlich aus? Koffer, Kleider, du verreist? Ja, ich verschwinde. Wohin? Faith, bitte. Ich muss weg. Gut. Dann komme ich mit. Das geht nicht. Wieso nicht? Ach, du Luder. Du nervst. Entweder ich bekomme jetzt endlich Antworten oder ich nerve dich so lange, bis dir deine Ohren abfaulen. Verdammt. Na gut, du Plage. Komm mit. Wieso nicht gleich so? So. Die Tasche muss noch mit. Und jetzt komm, wir verschwinden. Wohin? In die Unterwelt. Auf geht's. Die Dunkelheit hatte sich über Shelville gelegt. Der Tag neigte sich dem Ende zu. In der Stadt erwachte das Nachtleben. Die Menschen suchten nach einem harten Arbeitstag die Lokalitäten des Ortes auf, um bei einem gemütlichen Essen, einem Drink oder einem spannenden Kinobesuch zu entspannen. Doch beim letzten Sonnenstrahl erwachten auch andere Kreaturen. Es waren die Kinder der Nacht. Getrieben vom ewigen Blutdurst, huschten sie von Schatten zu Schatten, immer auf der Suche nach neuen Opfern. Untote, Nosferatu, Vampire, so nannte man diese Geschöpfe. Blutsauger, die nachts unschuldigen Menschen das Blut aus den Leibern saugten, um ihre eigene Existenz zu sichern. Auch Bud Nevis und Felipe Rodriguez gehörten zur Gattung dieser Nachtwesen. Vor über 4 Monaten liefen sie Valeria, der Hexe, und Rufina, der Blutsaugerin, über den Weg. Mit dem Resultat, dass die beiden Kleinstadtganoven von Rufina den Blutkuss empfingen. Die Männer starben in jener Nacht, um Stunden später wieder zu einem neuen, unheiligen Leben als Vampire zu erwachen. Wie an jedem Abend
machten sich Philippe und Bud auf die Jagd, um ihre spitzen Vampirhauer in saftiges Menschenfleisch zu stoßen. Da kommt jemand! Los, verstecken wir uns! Das wird ein Festschmaus. Mein Magen knurrt. Ich bin ausgehungert. Ja. Ich möchte endlich Lebenssaft trinken. Leckeres Blut. Halt die Schnauze! Der Typ kommt näher. Wir machen es wie immer. Du hältst ihn fest und ich zerfetze seinen Hals. Ich möchte auch mal als Erster trinken. Gestern Nacht musste ich mich mit deiner ranzigen Ratte begnügen. Servus, Schuld, du Vollidiot. Hey. Ich höre nichts mehr. Warte. Ich auch nicht. Und, was ist? Fehlanzeige, der Typ ist weg! Verdammt! Ich muss was trinken! Oh, dieser verdammte Blutdurst! Ich schau nach! Bleib hier! Wir suchen uns neue Nahrung! Sucht ihr Milch! Da ist er ja! Los, auf ihn! Ja! Endlich Blut! Verdammt, was ist das? Das brennt wie Säure! Das ist kein Blut! Was bist du für einer? Ich bin Psychophagus. Ihr dürft mich Sin-Eater nennen. Ich bin auf der Suche nach Nahrung. Ein Dämon? Wir können auch gemeinsam auf Jagd gehen, Kumpel. Das wird nicht notwendig sein. Ich habe meine Nahrung schon gefunden. Ach ja? Verdammt! Was sind das für Dinger? Stacheln? Ich kann mich nicht bewegen. Ich bin wie gelähmt. Hilfe! Bitte. Verschone mich. Ich tue alles, was du willst. Dich verschonen. Ihr Vampire seid voller Sünde und besonders schmackhaft. Du bist mein Appetithappen, bevor ich Raven ein und für alle Mal erledige. Ja, hörst du, Raven? Ich bin wieder da. Die Unterwelt, die Raven meinte, ist im Allgemeinen unter dem Namen Kanalisation bekannt. Gemeinsam mit ihm trottete ich durch nasse Gänge, über schmale Stege und das übelriechende Schmutzwasser des unterirdischen Kanalsystems. Es war ein riesiges, modriges und stinkendes Labyrinth. Raven hielt in der rechten Hand seine Tasche und schritt zügig durch das Halbdunkel. Am liebsten hätte ich kehrt gemacht, aber ich spürte, dass mein Freund Probleme hatte. Große Probleme. Plötzlich blieb er stehen und lehnte sich an eine feuchte alte Backsteinwand. Ich hätte dich nicht mitnehmen dürfen. Komm, ich bring dich zurück. Ich bitte dich, Raven, erzähl mir, was los ist. Ein alter Feind von mir ist wieder aufgetaucht. Jemand, der einst den Auftrag erhielt, mich zu töten. Du meinst, ein Killer? Könnte man so sagen. Und wer ist sein Auftraggeber? Der Vatikan. Der Vatikan? Aber wieso sollte der Vatikan jemanden beauftragen, dich zu töten? Moment mal. Na klar. Jetzt ergibt das alles einen Sinn. Das ist also das Geheimnis deiner Kräfte. Du bist ein Dämon. Nein, bin ich nicht. Du bist doch nicht etwa ein Vampir. Vielleicht ein Vampir mit Seele? Vampir mit Seele? Wie kommst du auf so einen Unsinn? Oh, war nur so ein Gedanke. Ich bin weder Dämon noch Vampir. Aber du hast recht. Ich bin auch kein Mensch. Du
Du machst mir Angst, Raven. Wer bist du oder was bist du? Ich gehöre zu den Geschöpfen, die man Angeli nennt. Ich bin ein Engel, Faith. Ein Engel. Bud Nevis und Felipe Rodriguez hatten zum zweiten Mal ihr Leben ausgehaucht. Diesmal für immer. Ihr untotes Dasein war vom Sin Eater ausgelöscht worden. Der Dämon sog sich mit der Gehirnmasse der Vampire voll. Widerlich schmatzte und schlürfte das Wesen und spürte, wie mit jedem Opfer seine Macht wuchs. Bald würde er auch Raven verschlingen und sich mit dessen Sünden vollsaugen. Das hat gut getan. Und? Hat es gut geschmeckt? Ein Mensch. Mein Name ist Brandolf Welf. Ich habe vom Vatikan den Auftrag erhalten, dich auszulöschen. Dein Gehabe beeindruckt mich nicht. Es gibt nun zwei Möglichkeiten für dich. Erstens, du lässt dich ohne Gegenwehr vernichten. Oder zweitens, du wehrst dich und ich schlage deine Hirnmasse weich, um dich anschließend zu vernichten. War das deutlich? Siehst du diese Waffe hier? Sie ist mit Munition aus einer besonderen Polyethylenlegierung geladen. In den Kapseln befindet sich flüssiges Silber, das sich nach dem Einschlag in deinem Körper verteilt und dich entweder gleich tötet oder zumindest schwächt. Hast du das verstanden? Ich werde dein Gehirn aufsaugen. Das glaube ich kaum, Psychophagos. Man nennt mich auch den Dämonenvernichter und ich werde dich... Und jetzt werde ich dich fressen. Deine Stacheln wirken bei mir nicht. Sie sind zwar äußerst schmerzhaft, aber ohne tödliche Wirkung. Das ist unmöglich. Meine Stacheln können Engel töten. Und bei dir versagen sie. Was für ein Mensch bist du? Sagen wir es mal so. Ein Mensch mit besonderen Fähigkeiten. Und nun lass uns zum Ende kommen. Ich muss noch einen anderen Auftrag erledigen. Was zum Teufel? Oh, verdammte Bestie. Der verfluchte Seelenverschlinger ist mir entkommen. Anscheinend wird es doch eine längere Nacht. Das wird den Vatikan noch eine Menge Gold kosten. Du bist was? Ein Engel, Schätzchen. Dann bist du wie meine Mutter? Nein. Deine Mutter, Faith, war ein reiner Engel, der aus Liebe zu einem Menschen selbst ein Mensch wurde. Oder besser gesagt, ihr wurde gestattet, ein Leben als Mensch zu führen. Mir ist es nicht vergönnt, ein Mensch zu sein. Wieso nicht? Weil ich vom Himmel verstoßen wurde. Ich bin ein gefallener Engel, ein Aussätziger. Für immer gefangen in diesem menschlichen Körper. Ach, ich kann nicht ganz folgen. Du bist dann sowas wie Lucifer? Nein, Lucifer ist ein ganz anderes Kaliber. Ich erzähle dir die Kurzfassung, da es schmerzt, allein daran zu denken, was geschah. Wenn du möchtest, werde ich dir eines Tages die Geschehnisse ausführlich berichten, aber hab bitte Verständnis dafür, dass mir gerade heute nicht danach ist, okay? Okay, und wie sieht die Kurzfassung aus? Als im Himmel der Krieg zwischen den Engeln tobte, hielt ich mich zurück und wollte sehen, welche Seite gewinnt. Man könnte auch sagen, ich war ein Feigling. Aber ich konnte weder gegen Gott und seine Engel kämpfen, noch gegen Lucifer und seine Anhänger. Als der Krieg nun endete, kam ich vor ein Gericht und es wurde entschieden, mich auf die Erde zu verbannen. Das geschah auch. Und ich wurde just in dem Moment auf die Erde geschickt, als ein gewisser Marek Rawinowski verstarb und fuhr in seinen Körper. Dies war meine Strafe, als wäre es nicht hart genug gewesen, aus der Heimat verstoßen zu werden.
Ich musste mein Leben im Körper eines Frauenmörders weiterführen. Oh, das ist wirklich krass. Das ist noch nicht alles, Faith. Nicht? Was kommt denn noch? Ich muss mein Leben lang mit den Sünden Rawinowskis leben. Das heißt, ich besitze sämtliche Erinnerungen seines Lebens und seiner Untaten. Ich bin ein verdammter Faith. Ein gefallener Engel, gefangen im Körper eines Mörders. Ich lebe seit über 200 Jahren auf dieser Welt und versuche, seine Missetaten gut zu machen. Aber ich werde nie wieder frei sein, Faith. Nie wieder. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin sprachlos, Raven, und erschüttert. Ich brauche nicht zu essen, zu schlafen oder zu atmen. Und ich bin unsterblich. Ich bin in 200 Jahren um kein Jahr gealtert. Ich sehe zwar wie ein Mensch, wie ein Mann aus, bin aber keiner. Wie meinst du das? Wie definiert man das männliche oder von mir aus auch das weibliche Geschlecht? Durch das Aussehen, oder? Auch, aber ich meine die Geschlechtsorgane. Ich besitze weder männliche noch weibliche. Man könnte mich als asexuell bezeichnen. Ich bin ein Nichts. Nein, das bist du nicht. Du bist mein Freund. Du hast schon so viel Gutes getan. Danke, Kleines. Und was ist mit diesem Feind, der dich verfolgt? Wer ist dieser Killer? Man nennt ihn Sin Eater. Er wurde vom Vatikan gefügig gemacht und auf die Jagd nach gefallenen Engeln geschickt. Er tötete sehr viele, aber dann traf er auf mich. Und durch Zufall besiegte ich ihn. Wie gelang dir das? Wir kämpften in London auf einer Brücke und stürzten in die Themse. Tja, ich tauchte wieder auf, der Dämon nicht. Der Sin Eater hat eine Schwäche. Wasser. Du meinst Weihwasser? Nein, meine ich nicht. Normales Wasser in ausreichender Menge kann ihn töten oder zumindest schwächen. Es ist über 100 Jahre her, seit ich auf ihn traf und er war schon fast vergessen. Aber jetzt ist er wieder aufgetaucht. Und hier unten willst du dich also verstecken? Wieso versuchen wir nicht, ihn gemeinsam zu vernichten? Ich möchte meine Freunde nicht in Gefahr bringen. Was ist los? Wieso schaust du immer nach dort hinten? Ist was? Hast du irgendwas gesehen? Dort hinten, siehst du das? Es sieht so hell aus. Ist dir das nicht aufgefallen? Doch. Jetzt, wo du es sagst. Komm, lass uns nachschauen. Das ist schon komisch. Hier sieht es irgendwie wie ein riesiges Lager aus. Was meinst du, Raven? Komm mal hier lang. Du wirst es nicht glauben. Wo bist du? Hier hinten. Du musst um die Ecke laufen. Das gibt's doch nicht. Ich traute meinen Augen nicht. Das, was wir gefunden hatten, war eine komplett eingerichtete Wohnung. Wir waren beide verblüfft. Es gab eine Küche, ein Wohnzimmer, Betten, sogar ein Bad. Also, Ratten wohnen hier bestimmt nicht, es sei denn Zweibeinige. Kannst du dir das erklären? Wer richtet sich eine Wohnung in der Kanalisation ein? Jemand, der unentdeckt bleiben möchte. Je später der Abend, desto unangenehmer die ungebetenen Gäste. Was? Ach du meine Güte. Hat man euch nicht beigebracht, dass man nicht in fremde Wohnungen eindringt? Nett, dass ihr zwei uns besuchen kommt. Dürfen wir den Engel killen? Das ist eine gute Idee. Ich habe noch nie Engelsblut getrunken. Glaub mir, Baby, du würdest dich dran verschlucken. Faith, alles in Ordnung? Faith? Diese verdammten Mörder, sie haben meine Eltern ermordet. Ich hasse euch! Ich hasse euch! Ich bring euch um! Bleib stehen, Faith! Sollen wir ihr Benehmen beibringen? Nein, lasst sie kommen. Hunter! Na komm schon, du kleine Schlampe. Ich verpasse dir eine saftige Abreibung. Geh mir aus dem Weg! Daneben. Jetzt bin ich dran. Komm her! Nein, Rufina, nein! Lass mich los! Oh, du miese Vampirnutte! Ich stopf dir das Maul. Aber erst nehme ich mir einen Schluck von deinem... Wage es nicht, sie zu beißen, Rufina. Lass sie los, oder? Na was, Hunter? Du drohst meiner Geliebten? Ja, verdammt! Sie soll das Kind loslassen. Du Miststück! Ich werde dir alles heimzahlen! Du wirst nichts tun, du Versagerin! Weg mit dir! Na, war da
das nicht klasse? Ich bring dich um, elende Blutsaugerin. Ich bring dich um. Oh, lass meinen Hals los. Was soll das? Ich quetsche dir dein untotes Leben aus dem Leib. Du hättest sie nicht anrühren dürfen. Lass los! Wenn ich Nein sage, meine ich auch Nein. Du tust mir weh. Sofort auf. Dumm für euch, dass ihr mich vergessen habt. Halt schön still, Valeria, oder ich schlitz deine Kehle mit diesem silbernen Dolch auf. Hey, ihr Pfeifen, hier spielt die Musik. Was? Der Engel? Er hat Valeria. Wenn ihr nicht tut, was ich verlange, schlitze ich eure Hexenfreundin auf. Tu mir nichts. Ich mache alles, was du von mir verlangst. Was willst du, Raven? Wenn du ihr nur ein Haar krümmst, werde ich dich... Ach, halt die Klappe. Faith! Faith! Oh, ich bin hier. Komm zu mir. Sie hat mir den Arm gebrochen. Oh, verdammt, das tut höllisch weh. Beiß die Zähne zusammen, Kleines. So, großer Meister, und nun? Willst du mich ewig festhalten und mit dem Dolch bedrohen? Was verlangst du, Raven? Sollen wir uns zurückziehen? Willst du das? Ich gehe nicht ohne Valeria. Sei still. Ich möchte, dass ihr mir kurz zuhört. Sprich. Faith und ich waren auf der Flucht. Ihr flüchtet vor wem? Gewiss nicht vor dir, du blödes Weibstück. Eines Tages bring ich dich um. Ein Feind aus alter Zeit ist hinter uns her. Ein alter Feind? Er muss sehr mächtig sein, wenn du die Flucht ergreifst. Ist er auch. Man nennt ihn Psychophagos. Der Seelenfresser. Der Sin-Eater ist in der Nähe? Ja. Na und, was soll der Scheiß? Dann killen wir ihn eben. Du hast keine Ahnung, Rufina. Der Sin-Eater ist einzigartig. Und ich habe keine Lust, mich mit ihm zu messen. Also würde ich vorschlagen, jeder von uns geht seine eigenen Wege. Raven! Endlich! So viel Nahrung für mich! Das Monster! Mann, ist die Stachelfratze hässlich! Lass mich los! Oh nein! Mit unglaublicher Macht stürmte der Sin-Eater auf uns zu. Ich sah den Dämon zum ersten Mal und ein eisiger Schreck durchfuhr mich. Dieses Ding war die Hässlichkeit in Person. Sein ganzer dunkelbrauner Körper war übersät mit spitzen und gefährlich aussehenden Stacheln. Raven stieß Valeria weg, die hilflos ihren Freunden entgegenstolperte. Das Chaos war ausgebrochen. Während das Monster auf Raven zustürmte, beobachtete ich, wie Valeria die Hexe ihre Verbündeten erreichte. Rufina fiel ihr um den Hals. Hunter stand regungslos daneben. Er war gekleidet wie bei unserem ersten Treffen, ganz in Schwarz. Die dunkle Kapuze verhüllte sein Gesicht und trotzdem hatte ich das Gefühl, er würde mich fixieren. Dann wandte ich meinen Blick ab. Schmerzvoll verzog ich das Gesicht. Mein gebrochener Arm schmerzte höllisch. Aber was mich viel mehr wunderte, war die Ruhe, die Raven an den Tag legte. Er stand neben mir mit geschlossenen Augen und meditierte. Zumindest sah es so aus. Mit einem gewaltigen Sprung stürzte sich der Sin-Eater auf uns. Das war unser Ende. Nein! Etwas Unfassbares geschah. Aus Ravens Augen schossen mit unglaublicher Geschwindigkeit zwei blaue Strahlen, die den Dämon noch im Sprung erwischten und heftig zurückschleuderten. Das Monster flog in Richtung unserer Feinde und knallte hart auf Rufina und Valeria. Verdammtes Monster! Das Silber hat mich geschwächt. Aber ich werde mir all eure Sünden einverleiben. Ich sauge euch auf. Valeria! Hol uns hier raus! Hol uns hier raus! Ich muss mich konzentrieren! Spüre mein Schwert! Ja. Dein Tod wird besonders schmerzvoll sein! Los, fresco con daimona materia a pomare! Stasera, fresco siguria! Siguria, siguria! Valeria, was machst du? Nein, wir dürfen nicht weg! Wir müssen bei Faith bleiben! Unata, geona, staria, diavolo! Siguria, siguria, siguria! Sie sind weg. Egal. Raven, jetzt hol ich dich. Was? Wo ist er?
Er ist weg. Und mit ihm die Frau. Raven. Raven. Unter dem fahlen Mondschein materialisierten sich am Fuße der Killstone Mountains drei teuflische Gestalten. Hunter, Valeria und Rufina. Die mächtige Hexe hatte sich mitsamt ihrer Verbündeten aus den Fängen des Sin-Eaters teleportiert. Die drei düsteren Vigilanten befanden sich nun 10 Meilen von Shelvilles Stadtgrenze entfernt in einem verwilderten Waldgebiet. Rufina öffnete ihre Lippen und entblößte ihre spitzen Vampirzähne, um anschließend in triumphierendes Gelächter auszubrechen. Gut gemacht, Valeria. Wir sind dem Monster entkommen. Ja, aber die Teleportation hat mich Kraft gekostet. Ich bin erschöpft. Wir werden wohl zu Fuß in die Stadt gehen müssen. Hunter, wieso so schweigsam? Ihr elenden Konkubinen des Teufels! Wir hätten bleiben müssen. Dies war die Gelegenheit, Faith auf unsere Seite zu ziehen. Und ihr habt alles vermasselt. Ach, ich weiß nicht, was du hast. Wir hatten doch eine gelungene Party. Hunter, bei allem Respekt, aber tot nützt du Faith auch nichts mehr. Du belehrst mich, liebe Valeria? Hast du vergessen, wer hier das Sagen hat? Natürlich haben wir das nicht, aber unser Überleben ist vorrangig. Die kleine Faith wird es schon schaffen. Sie ist so zäh wie ihr Vater. Oder meinst du nicht, Hunter? Sie entwickelt sich prächtig. Mit ihr an unserer Seite werden wir eines Tages unschlagbar sein. Die Kleine wird eine Bereicherung für die dunkle Seite. Meinst du, es wird uns gelingen, ihre Seele zu korrumpieren? Es wird schwierig, aber sie kann ihrem Schicksal nicht entkommen. Ihr Platz ist an meiner Seite. Was ist mit ihren Freunden? Unser Verbündeter hat uns berichtet, dass Shania ihre Feenkräfte entdeckt hat. Sollten wir nicht alle so schnell wie möglich killen? Ja, gegen ein Blutbad hätte ich auch nichts einzuwenden. Sterben. Sie werden alle sterben, aber erst, wenn unser Verbündeter seine Ziele erreicht hat. So lange müssen wir uns gedulden. Geduld war nie meine Stärke. Wir müssen uns auch eine neue Bleibe suchen. Unser Versteck ist ja leider aufgeflogen. Das ist das geringste Problem. Unser Partner wird schon für eine Unterkunft sorgen. Ja, ja, unser geheimnisvoller Mr. X. Meint ihr, Faith hat was gemerkt? Nein, sie ist arglos und vertrauensselig. Aber viel wichtiger für die Zukunft ist, dass ihr meiner Autorität achtet. Ist das klar? Natürlich. Wir stehen loyal an deiner Seite. Hunter, ich verspreche dir, ich werde mich an deine Anweisungen halten. Das heute war nur ein einmaliger Ausrutscher, okay? Nun gut. Was geschehen ist, ist geschehen. Sollte Faith überleben, so sei euch vergeben. Sollte sie aber sterben, dann gnade euch Gott. Dann werde ich euch schön langsam, eigenhändig auslöschen. Ja, wenn der Kleinen was passiert, kill ich euch. Haben wir es bald geschafft? Es ist noch ein Stück. Oh, mein Arm ist total angeschwollen. Oh, es tut so weh. Beiß die Zähne zusammen. Uh-huh. Wir haben es gleich geschafft. Mach ich ja. Aber ich könnte an die Decke springen. Diese verdammte Blutsaugerin. Sie war viel stärker und schneller als ich. Am liebsten... Runter! Zu Boden! Habe ich euch. Endlich, Raven, wirst du für deine Sünden büßen. Wer ist das? Keine Ahnung. Hier endet deine Existenz, Dämon. Das Silber wird dich innerlich zerfressen. Raven und ich wurden zu Zuschauern degradiert. Der geheimnisvolle Unbekannte richtete erneut seine Waffe auf unseren Gegner und feuerte eine Salve ab.
Die Geschosse durchschlugen die Haut des Ungeheuers und es war offensichtlich, dass es ihm massive Schmerzen bereitete. Verzweifelt stieß der Dämon seine giftigen Stacheln ab und traf unseren Lebensretter. Dieser zuckte kurz zusammen und riss sich die Stacheln aus dem Leib. Ich war erstaunt. Wer war dieser Mensch? Auf dem Boden liegend bemerkte ich, wie hinter uns der Seelenfresser angeschlagen torkelte. Raven lag neben mir und anscheinend hatten wir den gleichen Gedanken. Das Abwasser. Wir richteten uns auf und wild entschlossen sprangen wir dem Feind entgegen. Unsere Tritte katapultierten das Monster in die tiefe, dunkle Brühe. Raven! Das kann nicht sein! Das kann nicht sein! Raven! Ich werde wiederkommen! Das glaube ich nicht. Du bist Raven, richtig? Ja, das bin ich. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Mit den besten Grüßen vom Vatikan. Mein Auftrag ist erledigt. Nein! Was soll das? Was haben Sie getan? Ich bekam keine Antwort. Blitzschnell hatte unser Lebensretter Raven die beiden Stacheln des Sin-Eaters in den Brustkorb gerammt. Mein Freund stürzte zu Boden. Er krümmte sich vor Schmerzen, während sein Angreifer uns den Rücken zukehrte und davonging. Ich schüttelte ungläubig den Kopf. Wieso rettete uns der Mann, um anschließend Raven zu töten? Das ergab doch alles keinen Sinn. Ich hetzte dem Unbekannten hinterher und stellte ihn zur Rede. Bitte, Mister, warten Sie! Bitte warten Sie! Was kann ich für dich tun? Mein Freund darf nicht sterben. Wieso haben Sie das getan? Ich bekomme einen Auftrag und erledige ihn. Dein Freund ist von der Kirche unerwünscht. Er ist ein gefallener Engel. Eine Missgeburt. Nein, das ist er nicht. Er ist mein Freund und er kämpft für die gute Sache an meiner Seite. Sie kennen ihn doch gar nicht. Nur weil der Vatikan Sie beauftragt hat, heißt es doch noch nicht, dass die Kirche dazu ein Recht hat. Verdammt, wer sind Sie überhaupt? Sie feiger Mörder. Ich bin Brandolf Welf. Ich vernichte Dämonen. Und ich erledige meine Aufträge immer zur Zufriedenheit meiner Auftraggeber. Sie mieser Terminator! Gefällt mir. Du bist Faith Van Helsing. Das bin ich. Woher kennen Sie mich? Man hört nur Gutes über dich. Dieser Raven, ist der es wert, weiterzuleben? Ja. Ja, bitte helfen Sie ihm. Können Sie ihm helfen? Bitte. Er ist doch ein Guter. Ein Guter, wir kämpfen an der gleichen Seite. Hier, nimm diese Ampulle und gib sie deinem Freund zu trinken. Es ist ein Gegengift. Der Vatikan hat es mir gegeben, weil er nicht wusste, dass ich immun gegen die Stacheln bin. Danke. Oh Gott, danke. Ich gehe jetzt. Sollte der Engel Ärger machen, komme ich aber wieder. Ist das klar? Ich habe verstanden. Grüß deinen Vater von mir. Mein Vater? Aber mein Vater wurde vor langer Zeit getötet. Ach ja? Bist du dir da sicher? Mach's gut, Faith. Vaya con Dios. Es geht zu Ihnen. Kleines. Vorbei. Hier. Trink das, Raven. Los, komm schon, trink. Was ist das? Ein Gegengift. Wir haben es geschafft. Am nächsten Tag feierte ich gemeinsam mit meinen Freunden im Anwesen von Christopher Lane meinen 17. Geburtstag. Zur Feier des Tages zierte ein blauer Gipsverband meinen rechten Arm. Shania und Vin hatten sich schon mit ihren Unterschriften verewigt. Raven hatte sich mittlerweile auch erholt,
und war bester Laune. Und dann sagte ich zu Valeria, ich schlitz dich auf mit dem silbernen Dolch. Dabei war das Ding nur ein Küchenmesser, welches ich mir schnell gegriffen hatte. Die Hexe hat ganz schön gezittert, kann ich euch sagen. Mann, zum Glück waren Shanae und ich nicht dabei. Ich mag mir gar nicht vorstellen, was der Sinn-Eater mit meinem Gehirn getan hätte. Was für ein Hirn? Der war gut. Hey, sei nicht so frech. Küss mich lieber. Mit dem allergrößten Vergnügen. Da fällt mir ein neuer Witz ein. Also hört mal zu. Ein Skelett geht über die Straße und wird von einem LKW überfahren. Kommt der Wachmeister und fragt das Skelett, haben Sie sich was getan? Antwortet das Skelett, nö. Aber ich habe mich fast zu Tode erschreckt. Aber Skelette können doch gar nicht reden. Alte Kindsköpfe. Hey, ich kenne einen besseren Witz. Also, ein Mann geht zur Ärztin. Oder war es ein Arzt? Naja, egal. Auf jeden Fall sagt die Frau zum Maurer. Was denn für ein Maurer? Maurer? Was meinst du? Ich verstehe kein Wort. Was für eine Maurer? Er sagte doch Maurer. Hast du das nicht gehört? Tja, manchmal gehen Wünsche in Erfüllung. Die zwei sind echt zusammen. Faith? Ja? Hier, das ist für dich. Happy Birthday. Ein rosa Bändchen. Ups, da steht ja mein Name drauf. Dieses Bändchen hast du als Neugeborenes im Krankenhaus getragen. Ich habe es für dich aufgehoben. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Mein Babyarmband. Ich kann es gar nicht glauben. Und dieses Foto ist auch für dich. Hier, bitte. Ein Foto? Wer ist diese Frau? Sie hieß Melissa. Es ist deine Mutter, Faith. Meine Mutter? Sie ist wunderschön. Ja, genauso wunderschön, wie du es bist. Danke, Christopher. Danke. Danke für alles. Du bist wie ein Vater für mich. Du bist der Beste. Ich bin so stolz auf dich, Faith. So stolz. Ich wünschte, Melissa könnte dich sehen. Das wünschte ich mir auch. Epilog. Rom, Vatikanstadt. Sie haben was? Dem Engel das Gegengift ausgehändigt? Sind Sie des Wahnsinns? Gehe ich richtig in der Annahme, dass hiermit unsere Geschäftsbeziehung beendet ist? Ja, Sie werden für Ihre Dienste entlohnt. Aber da Sie den Engel nicht vernichtet haben, wird es nur die Hälfte an Gold sein. Soll mir recht sein. Hier auf diesen Seiten stehen sämtliche Anschriften der Empfänger. Zeigen Sie mal her. Oh, das sind ja lauter wohltätige Organisationen. Sie spenden das ganze Geld? Natürlich. Sollten Sie auch machen. Der Vatikan hat doch genug, oder? Also, Sie nannten mich einen Atheisten. Aber das stimmt nicht. Woran ich nicht glaube, ist die Kirche. Sie verstehen. Dann werde ich mal verschwinden. Brandolf Welf, Sie sind ein guter Mensch. Wieso zum Henker haben Sie den Engel nicht umgebracht? Weil er auch ein guter Mensch ist. Keep the faith, Eminenz. Keep the faith.